there. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. Let's Show. Und zwar Let's Showen wir für euch The Golf Club. Ja, mit mir dabei ist natürlich wieder mein Kompater, der Sterli. Wie immer, jo. Wie immer, ja, und jetzt denkt ihr euch, was machen die denn? Golfen? Ja. Mega geil. Ist mal was anderes. Ist mal was anderes und es macht mega Laune. Also wir haben schon mehrere Golfspiele durch, die wir uns angeguckt haben. Etliche, The Perfect Golf, Pangya, Shoot Online, wo wir immer gedacht haben, boah, ich hätte mal gerne ein Golfspiel, wo man sagen kann, alles klar, das ist geil, das macht Spaß. Das dauert völlig scheiße. Wo die Grafik aktuell ist und solche Sachen. Ja, und jetzt haben wir was gefunden. Das zocken wir schon ewig, also was heißt ewig, soweit wir es haben. Und jetzt fast eine Woche schon mehr oder weniger durchgehend eigentlich. Du darfst schlagen. Und ja, wir sind jetzt hier auf dem Sonoran Golf and Country Club. 18 Löcher spielen wir für euch. Wir machen bei Loch 9 eine kleine Pause, cutten das Ganze dann und dann geht's dann weiter. Also das heißt... Wir müssen sagen, wir haben schon einen Versuch gestartet, aber... Nee. Genau. Wir haben schon das Programm hat gezeigt. Vorher schon ein bisschen was aufgenommen, aber das war jetzt nicht so der Burner. Und ich habe jetzt noch ein bisschen was geändert bei mir, dass er die Ingame-Auflösung macht. So, und jetzt haben wir hier das erste Loch, 365 Yards. Ist der Abstand davon, in Golfen immer in Yards rechnen, ist klar. Wir spielen mit dem Controller, Xbox 360, deswegen auch unten Maus. Das Layout. Der Sterni spielt mit der Maus und Tastatur, ich mit dem Controller. So ein bisschen. Je nachdem, wie er es macht bei sich. So, ich schlag jetzt auf. Ohne großartig hier weiter zu quatschen. It's looking good. Und ich habe für euch noch so ein paar Sachen drin gelassen. Normalerweise spiele ich ohne diese Hilfen. Was verzögern. Ja, ein wenig. Normalerweise spiele ich ohne Ballspur und ohne Verfolgungskamera. Haben wir seit gestern Abend ungefähr, machen wir das ohne diese Verfolgungskamera. Das sieht auch recht gut aus, aber dann sieht man halt nicht, wie der Ball fliegt und so, und damit ihr auch was davon sehen könnt. Wie bescheuert wir schlagen und wie doof wir uns anstellen, habe ich das angelassen, damit man halt auch sieht, wo die Dinger hinfliegen, ne? Ich habe den Ballspur ausgemacht. Ja, bei dem Sterni ist er aus, aber wie gesagt, ich lasse für euch an weiterhin. So, jetzt haben wir hier 88 Yards, 95 Yards Carry hat er jetzt genommen, also den Schläger. Mir wird immer vorgeschlagen, ich kann es selber auch noch ändern mit den L- und B-Tasten hier. Ne, seht ihr da, 75, 170, jetzt könnte ich putten, mache ich auch nicht. Oder halt die von Normal auf Schippen wechseln, dann würde den nur so kurz anschneiden, also anhauen und dann fliegt er geradeaus, aber nicht so weit. Oder ich könnte floppen, dann geht er nach oben. Wird alles noch gezeigt gleich. So. Ich habe Erfahrung. Ich mache jetzt erstmal einen normalen Schlag. Ja, der Sterni hat schon so ein paar Golfspiele durch. Das ist haargenau so aufgebaut. Ja, was ist denn haargenau? Das ist so aufgebaut wie Tiger Woods. Bloß das Design ist ein bisschen anders gemacht und so. Aber Tiger Woods PGA Tour habe ich fast jedes. Hope this one has some teeth. Ist halt Erfahrung schon da. What do I know? That ended up just fine. Oh, da war gut. Mhm. Aber diesmal hast du es auf der Fahne abgesehen, nicht ich. Siehst du? Ja. Ja, und der Sterni hat sich so ein bisschen angewohnt, immer das Ziel zu haben, wenn der Rechner dran ist, die Fahne zu misshandeln. So, entweder haut er dann mit dem Golfball gegen die Stange. Oder er nimmt dann direkt die ganze Fahne mit oder so. Haben wir auch schon gehabt. Da haben wir dann die Fahne an sich getroffen und die wackelt dann auch dementsprechend nach und sowas. Extrem geil. Also, wie gesagt, wenn ihr auch auf Golfen steht und noch ein Golfspiel sucht. Alright, this Golf next one for Birdie. Mega. Das Coole ist bei dem Spiel, man kann selber noch seine Golfkurse erstellen. Es gibt ja auch einen Golfkurs-Editor. Der ist richtig geil aufgebaut. Das Spiel wurde ja importiert von den Konsolen auf dem PC. Und es ist richtig gut geworden. Also es ist umgedreht. Hammer. Nee. Wirklich? Echt? Ja. Als Konsole? Ja. Ja. Dann warte mal. Und die haben sich da echt gut angestellt. Also ich muss sagen. Oh, I'm so angry. That was going to be excellent. Haben sie gut übernommen. Alles. Aber ich hätte jetzt nichts ändern sollen, weil er sich ausgeglichen hat, aber ein naja. Paar kleine Mängel hat das Spiel schon noch, aber ich hoffe, das werden sie noch ausnerzen.
Der Sterni hat auch ein bisschen Grafikprobleme bei sich. Ab und zu fangen da die Anzeigen an zu flackern oder so. Dann hat er da Striche ohne Ende drin. Und er muss dann kurz das Spiel neu starten. Aber auch das ist überhaupt kein Problem bei dem Spiel. Alle anderen Golfspiele würden sagen, oh, du hast deinen Partner verloren, du musst aufhören. Hier überhaupt nicht. Man lädt sich quasi ins Spiel ein. Und dann seht ihr oben links die Anzeige, dass Sterni jetzt live ist, also live dabei ist quasi. Und in the hole. Und ja, dann macht man den Schlagabtausch und hat Spaß. Man kann das auch einstellen, das zeige ich euch mal eben kurz. Das kann man hier einstellen. Bei Reihenfolge. Wenn man die deaktiviert, dann kann man einfach drauf losknüppeln und man sieht nur von dem anderen den Ball fliegen. Aber ja, wir haben mal für das Loch aktivieren. Ja, wir aktivieren das mal eben. So, und jetzt seht ihr gleich, wie dann der Ball von dem Sterni fliegt. Da ist er. Da fährt's da weg. Das ist ziemlich cool gemacht. Da steht dann halt der Name, wie weit er schlägt und so und dass er jetzt auf dem Fairway gelandet ist. So, ich aktiviere jetzt, oder? Und bei mir dasselbe. Looks like you'll be in the short stuff here. Und so könnte man auch spielen. Da ist man dann immer wieder weiter dran. Und muss nicht auf den anderen warten. Wir machen das aber so, dass halt wir auf den nächsten warten, dass man den Schlag von dem sieht und so weiter und so weiter. Ist also halt realistisch. Ist realistisch, genau. So wie es halt auch bei dem anderen Golfspiel ist. Oder man normalerweise bei Golfspielen ist. Und uns macht das so mehr Spaß. Richtig. Der sollte eigentlich nicht in den Bunker gehen. Bitte halt vorher an. Nein! Kacke. Designmäßig haben sie an dem Spiel übelst geile Dinger mit eingefügt. Wie beim Editor, da kannst du die kannst du Rehe mit hinzufügen, du kannst den kompletten Platz bearbeiten, du kannst da Schiffe hinzufügen, Wale hinzufügen, whatever, da hast du viel Auswahl. Oder halt ein Caddy, nee, nicht ein Caddy, sondern hier diese komischen Golf-Dinger da, Golfwagen. Ich habe mir den Editor schon mal genauer angeguckt und habe auch schon den ersten Kurs erstellt. Der war aber jetzt nicht so berauschend. Ich werde mich da später nochmal dran setzen und nochmal einen Neubau. Und man kann im Grunde genommen, wie gesagt, wenn ihr euch schon so ein bisschen mit Golf auskennt, man kann alles, alles ändern. Also... Da kommt meine Erfahrung. Oh mein Gott. Ja, da kann man alles dran ändern. Also mega. And the next hole coming up. Man kann den Fairway einstellen, man kann ein hohes WAF einstellen, man even kann niedriges WAF einstellen. Okay, your friend is sitting at 2 under. Du kannst einstellen, wie das Gebirge ist, ob es jetzt hügelig sein soll oder nur weich oder eben. Und man kann die Breite des Kurses einstellen, also halt die Breite des Fairways. Für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen, was quatscht der da für eine Scheiße. Fairway, das ist das ganz glatt geschorene Gras, also das ganz ebene Gras, so wie jetzt, wo der Ball gerade hinfliegt. Das hier ist schon das Green, also am Loch ist immer das Green und vor dem Loch ist Fairway. Das okay, heißt, ich, here we go. Ja, genau. Und wenn man jetzt guckt, vor mir das etwas ja nicht so tolle Gras, das ist halt das WAF. Also das raue und rechts daneben ist das High WAF, also das hohe Gras, wo du dann schon extrem an Schlagkraft und alles verlierst. Und ja, das macht dann keinen Spaß, daraus zu schlagen. Das ist nicht witzig. Es gibt Idioten, die tun beim Rough oder beim hohen Rough for the green die Driver here nutzen. Und das würde ich nicht empfehlen, weil das... Oh, lol! Oh, Run oder was? Fast, Alter. Hätte ich minimal, hätte ich den nach rechts gemacht, anstatt nach links, so wie ich ihn vorher gemacht habe. 9 footer hier, so you can do. Oh, gerade so gedacht. Das wäre so gewesen, ey, mega. Da verliert natürlich der Ball bei einem hohen Rough und nice.
Driver oder bei einem 5er Holz an Wirkung. Weil man schlägt ihn ja einfach bloß von hinten, weder von oben noch von unten. Das heißt, wenn du jetzt im hohen Rough schlägst, dann kommt er halt so schwach und flach. Und genau. Bringt nichts. Ja. Das Ding nimmt man beim Rough oder beim hohen Rough eigentlich immer ein Eisen. Alright, also two under is your adjusted score after that hole. Oder halt je nachdem wie weit man weg ist, hat man ja zigtausende von Eisen. Und damit man den halt schön hoch raushauen kann. Und damit der Ball halt auch aus dem hohen Gras wieder rauskommt. So wie jetzt gleich bei dem Sterni, der ist nämlich schön ins hohe Gras reingehüppelt. Natürlich alles nur zu demonstrieren, ne? Hat er extra gemacht. Nee, man muss so sagen, der Sterni hat so ein kleines Problemchen mit seinem Controller ab und zu mal. Nice. Oder mit der Maus auch, ja. It's looking good. Ich habe es immer so bei mir, ich schaffe es nicht immer auf die 100% zu kommen, weil ich einfach zu zaghaft mit dem Controller umgehe. Die Sache ist hier, man kann das alles in der Steuerung einstellen. Ich habe es jetzt bei mir, dass ich das mit den Sticks steuere, mit dem linken Stick. Wenn ich den linken Stick nach unten mache, holt er aus. Wenn ich nach oben mache, haut er halt zu. Und je nachdem, wie stark ich den nach oben mache, desto stärker schlägt er natürlich auch. Da muss man dann aufpassen. Komm schon, ey. Da muss man dann auch aufpassen, dass man dann den auch gerade schlägt. Ansonsten verzieht er, so wie jetzt gerade bei dem Sterni. Dann kommt er nicht aus dem Rough raus, sondern ist wieder nur im Fairway drin. Also kommt nicht aus dem Rough raus und dass er ins Fairway reingeht, sondern dann bleibt er da drin. Und ja, dementsprechend hast du dann da halt zu kämpfen, so wie der Sterni jetzt gerade. Und ich habe jetzt gerade auch mega verzogen, das habe ich auch gemerkt beim Schlag. Scheiße. Nein. Na gut, immerhin noch im Bunker gerettet. Ja, und das Ganze macht das dann noch ein bisschen interessanter. Dann wird es auch nicht so einschönig. Aber ich würde jetzt auch nie sagen, auch wenn ich Erfahrung bei Tiger Woods habe oder andere Golfspiele, ich wäre ein Profi. Bei Golf kannst du nie Profi werden. Also wir haben es uns jetzt seit gestern Abend mal angetan, die Verfolgerkamera auszumachen. Dass wir halt nicht sehen, wo der Ball hinfliegt, sondern nur die Kamerawinkel sehen. Alleine das ist schon so ein mega Unterschied vom Spielgefühl her und vom Spielen her. Das ist der Wahnsinn, aber es macht einfach tierisch Spaß. Auch wenn du jetzt nicht so der mega Profi bist oder wenn wir hier uns, so wie jetzt hier bei uns, dass wir, keine Ahnung, anstatt ein paar 5 machen wir nur ein paar 3er oder ein paar 2er oder was auch immer. Oder schießen ewig drüber. Oder brauchen ewig lange... Ja, aber dafür verschlechtert sich unser Handicap. Also Handicap gibt's immer. Well, you're in the sand, so let's just get out of there and move on with our lives. Ja. Ja, dadurch verschlechtert sich zwar unser Handicap. Das ist richtig. The green, that is decent. Und wir haben dann nicht mehr so die Vorteile dabei. Das heißt, wir kommen nicht so weit mit dem Schlagen. Das Ganze könnte man dann aber auch wieder dementsprechend kompensieren bzw. auch noch umstellen in den Einstellungen, weil wir haben bei uns jetzt den Driver-Schlag auf Normal stehen. Das heißt, wenn wir abschlagen, seht ihr rechts die Schlagdifferenz. Wenn es noch im roten Bereich ist, dann bewegt sich der Ball minimal nur nach links oder nach rechts. Wenn der bei dem Abschlag... Wenn er bei dem Abschlag aber four feet to the hole, you can do this. Auf hoch steht, dann hast du solid putt, we're in the hole. Hast du nicht mehr so einen breiten roten Strich. Das heißt, du hast nicht so viel Spiel, wo der Ball sich noch minimal nur verhält, sondern dann geht er schon extrem weit nach links weg oder nach rechts weg. Dann geht der Ball dafür aber weiter. Also wenn man den Driver-Schlag erhöht, geht er zwar weiter, aber die Gefahr besteht halt, dass, ja. And now your friend's sitting at two under. Dass der Ball halt im Nirvana landet. So, und jetzt sehe ich das Loch gerade nicht. Jetzt benutze ich mal die B-Übersichtsloch-Kamera. Das heißt, ich drücke jetzt B und sehe dann hier, alles klar, der fliegt erst bei 100, 200 Yards, ist gerade, und dann geht er nachher nach oben links weg, beziehungsweise oben rechts. Ist okay.
bei 2 Wind. Gucken wir mal, wie geht er denn? 207. Gut, man könnte ihn jetzt auch noch ändern, indem man sagt, hier, ich nehme jetzt nicht den 207 Yards Carry 3er Eisenschläger, sondern ich nehme mal etwas stärker. Ich fand 5 Eisen. Und der müsste dann rein theoretisch über den Bunker fliegen. Wenn ich ihn jetzt nicht verhau. Na, tja, wäre jetzt nur 96%, aber... This is a beauty. Das geht noch, da hältst du ihm Grenzen. Ja. Ja, und so kann man selber dann auch noch entscheiden, alles klar, ich mache das, was das Spiel mir sagt, oder ich definiere es selber noch ein bisschen und experimentiere, was natürlich beim Golfen sein muss. Ne? Du musst halt auch mal ein paar Risiken eingehen. Und uns macht das mega viel Spaß, also wir kommen von dem Spiel nicht mehr weg gerade. Mhm. Und also nicht. Alleine schon so die kleinen minimalen Details da drin, wie sich der Ball verhält oder sonstiges oder gerade beim Aufschlagen. Wenn man dann sieht, wie der Ball fliegt, wie der sich verhält. Wenn der dann gleich aufkommt, hinterlässt er noch so eine Aufprallspur und all diese kleinen Sachen. Die sind so geil bei dem Spiel, das macht das, weiß ich nicht, das ist so mega. So, jetzt hat er gerade gesehen. Gut, jetzt nicht wegen dem orangenen Strich, aber bei mir vorhin. Around 105 yards or so to the pin here. Dass er halt... Das sind so diese kleinen Details, die das Spiel schon wieder total cool machen. Oder jetzt, wenn ich jetzt gleich aufschlage... Habt ihr gesehen? Das Gras, was sie weggehauen hat, fliegt erstmal weg und so. Und das hast du auch nicht bei jedem Golfspiel. Also, nice. Das ist einfach nur geil. What the fuck? Und wie gesagt, wir saßen hier schon bis um abends um 2 oder um 3 und wir sind einfach nicht davon weggekommen. Weil wir immer wieder gesagt haben, komm, wir machen noch mal Löcher und ich hab keinen Bock, pennen zu gehen. Ah, das macht man aber momentan. Also ich merk's. Und ja, es ist knabbert zwar an der Ausdauer, aber man merkt es dann auch später. Man wird immer besser nach der Zeit. Und ich habe jetzt gerade versucht, den 30 Yards Carry zu kriegen hier, aber irgendwie will er mir den nicht geben, der Arsch. Warum auch immer. Doch einen Chip. Ja, muss ich einen 7-Yard-Chip machen. So, und jetzt muss ich gucken, ich mache jetzt 7-Yard-Chip, das heißt, er fliegt flach. Kurz vor dem grünen Strich und rollt dann einfach nur. Ha? Wie flach? Ja, also Loft. Wenig. Ja. Weniger Loft. Ja, wenig hat er schon auf 97 ungefähr. Habe ich gerade eine Runde geschraubt. So, und jetzt müsste er den... So, habt ihr gesehen? Wegen dem Loft und wegen dem 7 Yards Carry hat er den jetzt extrem angeschnitten, unten angeschnitten. Das heißt, er zieht nicht so weit nach oben, aber geht ziemlich flott nach vorne. Und wegen dem Gefälle... Ich habe einen Vorteil zu mir gegenüber. Ich bin mit der Maus, was sowas jetzt angeht, eigentlich präziser. Ja, ja. Je nachdem, also... Ich muss es mir mit dem Controller immer noch so ein bisschen angewöhnen und mir das aneignen, weil auch beim Abschlagen, da neige ich immer dazu, schneller zu schwingen, als es eigentlich sein muss. Aber bei dem Spiel hier, da musst du den Typen, da hast du nicht so, ich klicke jetzt einmal mit der Maus, dann geht rechts eine Anzeige, die dann sagt, ich habe jetzt die Schlagpower XY, klick nochmal und dann schlägt er. Ich weiß nicht, ob man das hier einstellen kann, aber wir haben es noch nicht gefunden und wir spielen es so auch nicht. This one for the save. Wir haben das hier so, dass man den Controller nach hinten zieht und dann wieder nach vorne macht. Kannst du nicht umstellen. Und das macht wesentlich mehr Spaß. Das ist von Konsole übernommen. Und ja. Das haben die jetzt hier gerade von der Konsole übernommen. Jetzt habe ich hier gerade mal den Stein noch im Weg und sehe nur die Hälfte davon. Das ist super. Aber der Ball geht nach hinten und nach links weg. Das heißt, wir machen ein wenig nach rechts.
und der wird schneller. Oh, so close. Ja, wie gerade schon unser Sprecher gesagt hat, er war so scheiße knapp. Und der Sprecher, also das macht auch alleine schon Spaß, nur diesem Sprecher zuzuhören, wenn er seine Kommentare dazu abgibt. Ja, das ist so cool gemacht. Und du denkst dir manchmal nur, what the fuck, genau so hätte ich jetzt auch reagiert. Jo, schön. Little six footer here, nothing too scary. Und das coole ist auch, die Entwickler... Oh, that was moderately disappointing. So, und die Entwickler haben beim letzten Patch, haben sie vorher schon angekündigt, wir haben den Sprecher bearbeitet. Nice putt there. Wir haben noch mehr Kommentare eingebaut, damit das and nicht zu langweilig wird. Und is even par. Damit, Yep, score update here. Your friend just put up a par on the last hole. Damit wir, schön immer einen Unterschied drin haben und so. Und das ist mega geil eingebaut in dem Spiel. Also ich habe es bis jetzt noch nicht bei irgendwie anderen Spielen erlebt, wo das so gut gemacht war. Oh, wieso verziehe ich denn immer? Das ist doch zum Kotzen. Oh. Egal, ob ich mit Controller oder mit Maus mache, ich verziehe dann beim Abschluss. Das ist nicht normal. Ja, das ist bei dem Steni immer ganz, ganz schlimm, ey. Ich mach mal alright, let's let it rip. Das Lustige ist auch hier bei... Nice, should be in the fairway. Der Sprecher, der passt sich auch der Scorekarte an und des Gegners, also quasi jetzt Sterni. Wenn da jetzt zum Beispiel Sterni beim letzten Loch anstatt ein... was hattest du, ein paar? Oder? Ja, ne? Wenn er ein Paar geschlagen hätte, wenn er anstatt ein Paar jetzt ein Boogie gehabt hätte oder ein Double Boogie, also anstatt ein oder zwei drüber, hätte der Sprecher das auch gesagt. Und ich denke mal, das werden wir noch erleben, entweder bei mir oder halt bei ihm. Und das ist einfach nur geil. Das macht das Spiel schon wieder, weiß nicht, das ist einfach nur gut. Das macht so Spaß. Man kann Turnier hier übrigens auch spielen. Man kann seine eigenen Wettkämpfe, Turniere machen. You were about 150 yards gegen andere Spieler. Pin, I'd say. Ja. Was aber noch nicht so ganz ausgereift ist. Naja, das stimmt. Also da haben wir noch so unsere Probleme mit gehabt. Wir haben das mal versucht, aber wir haben es einfach nicht hingekriegt. Oh, ich hätte weniger Luft, oder? Oh, jetzt rollt er wieder ins Nirvana, ey. Ja, mit dem Turnier, da haben wir getrickst und da sind wir noch nicht so ganz schlau geworden, wie das hier jetzt funktioniert. Weil so wie wir das eigentlich haben wollten, dass wir wieder nach und nach schlagen, haben wir es nicht hingekriegt. Und ja, ganz, ganz komische Sache. Aber irgendwie kriegen wir das auch noch hin. Weil so ein Turnier zu spielen, habe ich auch nochmal mega Bock drauf. Weil so ein Turnier besteht nicht nur aus so ein paar 18-Löcher-Kursen. Sondern das sind direkt mehrere Plätze. Also mehrere Kurse, nach und nach. Das ist einfach nur geil. Und man kann einfach auslocken. Und ja, wenn man dann nächsten Tag reinkommt ins Spiel, kannst du direkt Spielfortsetzung machen und dann geht's weiter. Ja. So wie man Lust und Laune hat, kann man das halt spielen. Außer man fängt jetzt ein neues Spiel an, dann ist es natürlich weg. Oh. Ja. Das ist auch die schöne Sache bei dem Golf hier. 48 Hertz, Alter. Der war immer noch zu schwach. Obwohl, nö, das ist okay. Ja, und das ist auch das Schöne hier. Wie gesagt, wenn man die Verbindung verliert bei dem Spiel oder wenn, so wie bei Steni jetzt immer noch leider manchmal die Grafik rumspinnt, dann ist dann die Anzeige auf der rechten Seite, ich zeige euch das mal mit der Maus, da ist dann hier die Anzeige auf der rechten Seite oder halt die Anzeige an sich ist dann am rumflackern, das heißt, er hat dann so eklige Striche da drin und da muss der sein Spiel wieder neu starten und dann geht er hier von den Live-Status, apropos geht das neu starten. 4 feet, let's do this. Ja, seht ihr jetzt gleich mal. Flackert.
da geht das jetzt gleich von einem Live-Status, geht das dann in abwesend, aber er bleibt hier drin. Und das Spiel speichert den Kurs ab, merkt sich alles klar, die waren jetzt auf Loch 6. Mach mal fertig schon. Als nächstes auf Loch 7. Und der speichert das dann ab und er kann dann einfach wieder einsteigen. Das Spiel übernimmt das alles. Und dann kann man dann da weitermachen. Und allein das ist schon mega. Und allein das ist schon total cool, weil bei anderen Spielen hast du das halt, dass er dann einfach sagt, okay, dein Partner ist raus. Ich werde mal fix mich umbenennen. Okay. Und ich breche jetzt einfach ab und du kannst nochmal wieder von vorne anfangen. Bei dem Spiel hier, nö, der speichert das ab, der merkt sich den Platz, wo du warst, welches Loch man war. Und er kommt ab und zu mal ein bisschen durcheinander dann mit dem Netto, also quasi mit dem Schlagverhältnis. Das ist hier oben, das ist Netto, Loch und Schlag. Hier oben ist Netto, ist dann plus 1 und minus 2. Stanley hat jetzt minus 2, weil er halt ein paar Löcher geschlagen hat, wo er du unter dem Paar war. Hm? Du hattest eine Grafik auf High. Ja. Und das seht ihr jetzt hier. Ich habe gerade mal die Scorekarte nochmal aktiviert, weil das dauert jetzt ein bisschen, bis er wieder da ist. Da hat er bei dem ersten Loch haben wir beides dasselbe gehabt. An Netto, also an der Schlagdifferenz 4-4. Bei dem zweiten hatte ich ein 5er Paar und er hatte ein 3er. Bei dem nächsten haben wir beide ein Boogie gehabt und bei dem anderen seht ihr hier 7-4-4. Das heißt, er ist jetzt mit dem gesamten, bin ich auf 27, auf 24, auf plus 2 und minus 1 und auf Netto, das ist halt noch diese andere Zähler quasi, da bin ich auf plus 1 und er auf minus 2. So, und das ist eigentlich beim Golfen Standard, was man da halt hat. So, und jetzt habt ihr gerade gesehen, der Steni ist wieder von abwesend auf live gegangen. So, und er steht jetzt wieder am Schlagloch, hat bei sich wieder das Schlagen von abwechselnd hat er wieder geändert. Das heißt, wir sehen jetzt unsere Schläge wieder nach und nach. So wie jetzt auch. Und ja, du kannst einfach weitergehen und man hat keine irgendwie Abbrüche, dass man nochmal alles neu machen muss. Das okay, it's time to send geil. This ball on its way. Und das macht dann total this Spaß. This one's looking dialed in. Ah, kacke. Warte, links gemusst ein bisschen. Weil, ja. Well, I can't get it right all the time. Das macht das Spiel auch schon wieder so cool, weil du halt diese Unterbrechung nicht hast. Und das führt dann zu keiner Frustration oder so, als es eh schon tut bei ihm. Und das ist einfach nur cool. Das macht Spaß. Ja? Mhm. Und wie gesagt, wir sind keine Golfprofis, aber ich denke, wir stellen uns schon ganz gut an. Oh, da hüppelt er drüber. Was haben wir denn da? 6, 7. Oh ja, fliegt nach links weg, du Penner. Das Komische ist, ich muss das Spiel einfach bloß neu runterladen, dann geht das erstmal wieder. Bei 3 Tage, dann geht das wieder los mit Grafikflackern. Erst fängt irgendwas Kleines an, wie zum Beispiel die Windanzeige, die fängt an mit Flackern. Und dann flackert irgendwann mal ein paar Bäume oder so und dann das ganze Bild. Looks like a 24 footer from here. Total nervig und bringt einen total aus der Konzentration. Ja. Auch wenn sie ein Grafikpatch rausgebracht haben, aber ich mag davon nichts. Entweder liegt das an meiner ATI. Oh, that was going to be magnificent. Jo.
darf ich jetzt auch mal wieder. Ja. Ja, da haben wir auch schon die Vermutung aufgestellt, dass es halt an seiner AD-Karte liegt. Aber, naja. Lässt sich leider im Moment nicht ändern. Ja. Aber solange es sich noch alles in Grenzen hält und man halt eben schnell nur neu starten muss. Okay, 11 footer here. This is definitely makeable. Ist das noch okay, also. Komm, geh rein. There's a nice putt for you. Danke. Alright, your adjusted score is 2 over par after that. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen Konzentration spielen. And your friend just bogeyed their last hole. Good news for you. Kommentator, ey. Das war jetzt gerade dieser Boogie-Spruch von dem Kommentator, den ich vorhin angesprochen habe. Von wegen, oh, dein Freund hat jetzt gerade bei dem letzten Kurs den Boogie geschlagen. Gute Nachrichten für dich. Und das macht er andauernd. Der mobbt uns immer gegenseitig. Well, just letting you know, it's a bit windy out there, so keep that in mind as you go on to the tee. Das klappt doch nicht. Das klappt nicht. Haben wir eigentlich den Leuten mal erzählt, wie es eigentlich zu unserer Freundschaft gekommen ist? Oh Gott, ich wollte das von dir nicht hören. Nice. Weiter. Ja, das kannst du am besten du erzählen. Fang mal an. Oh. Ich korrigiere. Ja, die kurze Version. Wir waren früher noch in einem anderen, ja, kann man fast sagen, Spiel, so Virtual Reality, Second Life. Könnt ihr mal nachgucken, wenn ihr das nicht kennt. Einige sagen, ja, kenne ich. So. Und da war ich zu dem Zeitpunkt, habe ich da Musik gemacht. Ich war da DJ und habe da in den verschiedenen Clubs aufgelegt. Und irgendwann war ich dann halt in einem Club und habe dann Mucke gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch mit einem Mädel da zusammen, und die war immer so drauf, die spricht jeden an, den sie da sieht, beziehungsweise jeden Typen, den sie verrückt genug findet oder so, und der ausgefallen ist oder sonstiges. Und dementsprechend hat sie dann danach so einen Idioten gesehen auf der Tanzfläche, der total noobig aussah, weil er auch noch nicht so lange in dem Spiel drin war. Und hatte die ganze Zeit, als er am Tanzen war oder sonstiges oder was auch immer er versucht hat, da zu machen. Alright, looking at 150 yards ish. Eine Schnecke unter dem Arsch. Hatte er so eine Schnecke, wo er dann da rumgezappelt hat ohne Ende mit, und einen Ping-Pong-Schläger in der Hand und hat damit rumgespielt. Und irgendwann hat sie den dann halt angequatscht und Alright. hat dann da mit dem rumgequasselt und hat gesagt, ey, du siehst so scheiße aus, ne? Mach mal was dagegen. Und so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Irgendwann hat er sich bei mir auch dann Musik gewünscht gehabt und so, und Er war aber total eifersüchtig auf mich. Da haben wir dann, ja, weil, wie gesagt, die Freundin, die ich da zu dem Zeitpunkt noch hatte, hat sich dann, das war auch so eine Sache von ihr, die hat immer, hat sich extrem lange mit den Leuten unterhalten und so, und ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr schnell eifersüchtig. Aber irgendwann habe ich mich dann auch mal mit dem Chaoten so ein bisschen unterhalten, und dann haben wir dann auch im Voice gequatscht, und so ist es dann dazu gekommen, dass wir uns jetzt mittlerweile schon fast 7 Jahre kennen, und wir haben so viel Scheiße miteinander erlebt. Ich korrigiere dich nochmal, seit 2010. 5 Jahre. Ja, 5 Jahre dann halt. Und wir haben, wie gesagt, so viel Scheiße erlebt. Und das hat uns so zusammengeschweißt. Ja, es hat uns mega, mega zusammengeschweißt. Und wir kommen einfach nicht voneinander weg. Ob wir uns jetzt angreifen oder sonstiges oder sagen, Alter, mach doch mal. Oder jetzt, keine Ahnung, ne? Halt doch einfach mal die Fresse oder so. Und, nee.
Ist wie so ein altes Ehepaar, was einfach nicht voneinander wegkommt. Ja, virtuelle beste Freunde. Ja, wir arbeiten dran, dass wir uns auch endlich mal EL sehen und dann gibt's aufs Maul. Du siehst einen kürzeren Freund. Ja, ich hau ihn dann kurz eine in die Fresse, renne dann kurz weg und flatter dann mit dem Sixpack. Und dann hab ich ihn schon wieder, also... Dann schmeiße ich ihn dann sein Gebräu an den Hals und dann geben wir uns die Kante. Ja, alte Sachse. Ja. Oh, jetzt schlägt er aber doch nicht. Jetzt, nein. Aber nicht so. Ja, und da sind wir schon beim 9. Loch, ey, mein Gott. Ja, und dann ist dann gleich für uns die Halbzeit. Pause quasi, Halbzeit. Und ja, dann geht er dann gleich weiter mit The Perfect Golf. Mal dieses Golf Club, ja, nicht ja. The Perfect Golf. Also The Perfect Golf ist so, also wenn ihr euch umguckt. Es ist nicht schlecht, aber es ist früher Early Access und wir machen jetzt keine Schleichwerbung, aber bezahlt lieber noch 10 Euro mehr und holt euch The Golf Club. Wesentlich besser. Um einiges besser. Kannst du wohl laut sagen. Oh. Machst du mal. Ich mach doch schön auf der Schlitten. Aber nicht so. Oh, what the fuck? LOL. Geh doch noch. Ist okay. Nicht wirklich. Ah, ist okay. Looking at 125 yards ish to the pin here. Ist okay. Oh, wir haben momentan nichts zu Let's Playen, deswegen wollen wir eigentlich mal Let's Show machen zum Golf. Wer Interesse hat, mit uns Turniere zu spielen oder so, kann sich gerne melden. Mhm. Sweet. Sind da nicht so abgeneigt? Ne. Die Steam-Namen sind hier oben rechts, bzw. oben links eingeblendet. Bei mir ist es derselbe Name wie hier. Beim Sterni ist es LL Elbato. Nee, Sterni. Oder auch Sterni wieder? Okay. Ja. Ne, also, wenn ihr Bock habt, Golf, The Golf Club Turnier mit uns zu zocken oder mal so ein paar Runden mit uns zu spielen, schreibt uns an bei Steam. Da sind wir nicht abgeneigt. Ach, Mann. Na, oh. Ja, guck, da war doch drin. Okay, let's see what you can do with this 7-footer. Concentration. Nice. Achja. Jo. Und das war's von der ersten Hälfte von uns von Sigurd. Die nächsten 9 Löcher folgen zugleich und wir sehen uns gleich hier in der neuen Runde. Let's show the golf club.